Hallo, herzlich willkommen. Es geht um Archicad, in diesem Fall Archicad 20. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie die Arbeitsumgebung von Archicad einrichten können, wenn Sie noch nie mit dem Programm gearbeitet haben, beziehungsweise wenn Sie damit anfangen. Und das allererste, was Sie immer sehen, ist, wenn Sie Archicad starten, ist dieses kleine Fenster hier. Die Frage ist hier, ob Sie ein neues Projekt erstellen wollen. Das ist in diesem Fall die richtige Option. Ich verwende immer irgendeine Vorlage oder die letzten Projekteinstellungen. Was das genau bedeutet, da kommen wir später dazu. Das lasse ich jetzt erstmal außer Acht. Dann gibt es die Arbeitsumgebung und das ist auch das, worüber wir heute reden. Das ist die Art und Weise, wie die Paletten und alle möglichen anderen Flächen auf diesem Programm, wenn Sie es benutzen, angeordnet sind. Und da gilt es etwas zu tun und insofern ist das jetzt ein wichtiger Punkt. Allerdings möchte ich hier auch erstmal einfach mal das voreingestellte Profil nehmen, was immer das sein soll. Das wäre also das, was sozusagen beim ersten Start von Archicad dran ist. Ich habe das jetzt schon tausendmal an- und ausgemacht, das Programm, deswegen weiß ich nicht, was jetzt käme, wenn ich das letztes verwendetes Profil nehmen würde, deswegen voreingestelltes Profil. So, ich klicke auf Neu, dann öffnet sich Archicad, endlich Archicad 20. Es zieht sich immer ein bisschen. Was Sie sehen, ist folgendes. Das große weiße Areal ist die Zeichenfläche oder die Konstruktionsfläche, auf der Sie eigentlich arbeiten. Sie sehen hier solche Tabs. Da steht 0EG und 3D. Das sind also schon mal verschiedene Fenster. Dann sehen Sie hier so ein Textfeld. Das ist einfach mit dem Textwerkzeug erstellt worden und wird quasi mitgeliefert in der ersten Vorlage, die Sie da verwenden. Da steht dann, dass Sie tatsächlich eine Vorlage verwenden und dass Sie eine eigene Projektvorlage erstellen können und so weiter und so weiter. Das ist alles schön und das machen wir auch, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wir sehen hier links die Werkzeugpalette oder eine Art und Weise, wie die Werkzeugpalette dargestellt werden kann. Wir sehen hier verschiedene Werkzeuge. Hier ist zum Beispiel das Wandwerkzeug aktiv. Hier oben sehen wir allerhand zusammengestöpselte Symbolleisten oder auch Paletten genannt. Und da kümmern wir uns gleich drum. Das erste ist jetzt, ich will dieses Textfeld hier loswerden. Und dazu klicke ich jetzt entweder auf das Pfeilwerkzeug, dann auf dieses Textfeld und dann kann ich es löschen. Oder aber ich bleibe bei diesem Wandwerkzeug und mache überhaupt nichts. Ich gehe nochmal zum Urzustand zurück. Wenn ich jetzt die Umschalttaste drücke, gleich ein erster Trick, die Umschalttaste, die Shift-Taste, dann bekommen Sie auch sozusagen temporär das Pfeilwerkzeug ausgewählt, obwohl es gar nicht explizit in der Werkzeugpalette ausgewählt ist. Ein sehr praktischer Trick. Das heißt, Sie müssen nicht das Werkzeug wechseln, sondern dann kann ich auch draufklicken und dann kann ich es auch löschen. So. Jetzt geht es um diese ganzen Symbolleisten. Zunächst mal ein ganz wichtiger Hinweis, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diesen linken oder auf diese Linie klicken, die in der Regel hier links ist, manchmal ist sie auch oben, wie zum Beispiel hier bei dem Werkzeugkasten, wenn Sie da mit der rechten Maustaste draufklicken, ich gehe mal ganz kurz mit dem Zoom ran, so, da haben wir sowas, so eine Linie, wenn Sie da mit der rechten Maustaste draufklicken, dann sehen Sie das, wie das Ding heißt, nämlich Werkzeugkasten und wenn Sie jetzt sozusagen diesen Befehl hier, wenn Sie da draufklicken, dann würde dieser Werkzeugkasten geschlossen werden. Das ist also ein wichtiges Tool, um mal rauszukriegen, wie diese Dinge eigentlich heißen. Denn ob die jetzt Standard oder Info oder sonst wie heißen, weiß man ja nicht auswendig. Und das ist später aber wichtig, weil wir wissen müssen, wie diese Dinge heißen, damit wir sie uns selbst konfigurieren können. Also erstens, Sie klicken mal hier mit der rechten Maustaste zum Beispiel hier oben drauf. Und da sehen Sie Standard. Aha, Standard heißt die also und die kann ich auch schließen. Um dieses Ding will ich mich jetzt gleich kümmern. Ich will Ihnen nur noch mal vorab was zeigen. Und zwar gibt es, oder anders gesagt, das zentrale Thema, um das es hier geht, ist die sogenannte Arbeitsumgebung. Das bedeutet also die Art und Weise, wie alles hier aneinander gestöpselt und konfiguriert ist. Wir haben es eben beim Starten gesehen. Wir konnten wählen zwischen verschiedenen Profilen. Wenn Sie auf Option Arbeitsumgebung, Profil anwenden gehen, dann sehen Sie hier nochmal diese zwei Profile, 1 und 2, große Zeichenfläche, wichtigste Paletten. Ich kann jetzt zum Beispiel auf wichtigste Paletten klicken, dann wird es deutlich voller. Und ja, wir sehen sehr viele Paletten, scheinbar die wichtigsten. Und zur Strafe eben weniger Zeichenfläche. Jetzt ist immer die Frage, was ist Ihre Priorität? Möglichst viele Paletten offen, möglichst wenig Zeichenfläche? Wahrscheinlich nicht. Jetzt können wir natürlich auch sagen, ja, das kommt auch auf den Monitor an, das stimmt. In diesem Fall ist es ein MacBook Pro, also ein 15-Zoll-Monitor. Und klar hat der ein bisschen weniger Platz als jetzt vielleicht ein iMac oder irgendwas anderes Größeres. Also auch da kommt es natürlich immer drauf an. Man könnte auch der Meinung sein, es ist überhaupt ein bisschen viel Zeug, was einen ablenkt. Wenn ich jetzt zeichnen oder konstruieren möchte, dass egal wie groß der Monitor ist, vielleicht es auch schlau ist, wenn ich möglichst viel weiße Fläche habe. Wie auch immer, das ist jedenfalls eins dieser Profile. Und man sieht schon, das ganze Menü Arbeitsumgebung ist relativ groß
Und da ist also eine Menge einzustellen. Das stimmt, das ist auch ein bisschen unübersichtlich und deswegen mache ich auch diese Videos, um Ihnen das zu zeigen, wie man so der Reihe nach vorgehen kann. Also nochmal große Zeichenfläche, wichtigste Paletten. Ich schalte nochmal auf große Zeichenfläche um und schwuppdiwupp ändert sich das wieder und die Paletten werden alle irgendwie kleiner oder verschwinden. So, erstens, also das ist voreingestellt. Jetzt, wie gesagt, wir wollen ein Problem lösen. Das Problem ist in diesem Fall, dass uns die Arbeitsoberfläche oder die Arbeitsumgebung, so wie sie jetzt ist, nicht gefällt oder mir zumindest nicht. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht oben diese Leiste, wo immer so Standardbefehle drin sind wie Speichern, rückgängig machen und so weiter. Es gibt auch eine ganze Menge Werkzeuge, die man einfach viel, viel besser in Archicad mit einem Tastenkürzel aufrufen kann, wo ich wirklich nicht einsehe, warum man die da oben anklicken soll. Deswegen ist für mich diese Standardpalette da oben erst einmal so, wie sie da ist, überflüssig und ich richte sie mir lieber selbst ein. Ich könnte die jetzt also zum Beispiel hier oben schließen, eben mit dem Rechtsklick auf diesen Strich. Gehe nochmal mit dem Zoom ran, da sehen Sie. Und wenn ich jetzt da rechts draufklicke, dann wäre die geschlossen, Standard schließen. Jetzt ist da oben noch eine, die sogenannte Attributepalette, die ist eigentlich ganz gut, aber auch jetzt möchte ich erstmal, dass die da nicht ist. Deswegen auch da Attribute schließen. Jetzt habe ich hier so eine Art Informationspalette, die zeigt mir immer, was sozusagen für mein gewähltes Werkzeug gerade wichtig ist. Die lasse ich jetzt erstmal an der Stelle. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Problem, dass der Werkzeugkasten nämlich eigentlich, so wie er da liegt, nicht schlau ist. Und zwar folgendes: Der ist einfach nicht komplett zu sehen. Und das kann natürlich nicht sein. Man sieht hier solche Oberbegriffe: Planung, Dokumentation, Sichten. Das ist auch noch abgeschnitten. Wenn ich das mal hier anpacke und größer mache, dann sieht man auf einmal, was eigentlich alles da ist. Und wenn ich Sichten auch noch ausklappe, was immer das jetzt alles ist, ne? Das ist jetzt erstmal egal, dann sehe ich, dass ich also nur alles sehe, wenn ich das hier relativ breit aufziehe. Jetzt kann man sich schon denken, das ist wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil dann wird ja wieder meine Zeichenfläche kleiner, außerdem ist hier unten auf einmal Platz. Und überhaupt ist die Frage, ob diese Sortierung, Planung, Dokumentation, Sichten, ob das richtig ist, aber das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen weit vorgegriffen. Also wie auch immer ist das jedenfalls für mich ein Problem. Also einerseits viel Zeichenfläche ist schön, andererseits, dass die Werkzeugpalette nicht ganz zu sehen ist oder wie es in Archicad heißt, der Werkzeugkasten. Das ist ein Problem, was ich lösen muss. Zunächst einmal, wenn ich jetzt hier so rummache mit den Paletten und Archicad schließe und wieder öffne, dann würde, wenn ich also alles richtig anklicke beim Starten, genau das wieder zu sehen sein. Das ist auch gut so. Das Problem ist nur, wenn ich dann zwischendurch wieder auf so eine dieser Standardprofile umschalte, wie zum Beispiel große Zeichenfläche, dann ist meine neue eigene individuelle Einstellung wieder flöten und ich weiß auch nicht, wie ich die wiederbekomme, außer ich mache wieder alles genauso. Aber das kann es natürlich nicht sein. Und der Trick ist natürlich jetzt, dass ich auch das, was ich haben möchte, als ein Profil speichere. So, und das ist jetzt sozusagen genau das Thema. Ich möchte mir eine eigene Arbeitsumgebung schaffen, beziehungsweise einen eigenen Arbeitsbereich. Nee, Entschuldigung, Arbeitsumgebung heißt es hier. Bei Photoshop heißt es Arbeitsbereich, Entschuldigung. Und jetzt noch ein Trick, den habe ich jetzt auch erst selbst entdeckt bei Archicad 20. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Option Arbeitsumgebung, Arbeitsumgebung. Das ist jetzt eigentlich der Bereich, in dem ich arbeiten möchte, wenn ich anfange, das systematisch für mich einzurichten und zu speichern. Aber es gibt einen einfacheren Weg, dahin zu kommen. Und das ist hier also schon ein bisschen viel navigieren. Und tatsächlich gibt es unter dem Archicad-Menü hier den Befehl Arbeitsumgebung. Und zwar gleich direkt unter dem ersten über Archicad. Wenn ich da draufklicke, habe ich das gleiche, wie wenn ich da oben drauf geklickt hätte auf dieses Ding. Und das ist natürlich schön, weil das viel schneller geht. Jetzt habe ich hier die Palette, die die Arbeitsumgebung insgesamt regelt. Und da muss man sagen, es geht eigentlich um die Arbeitsumgebung und die Arbeitsumgebung kann eine wie auch immer gestaltete Konfiguration von Voreinstellungen sein für alles Mögliche, was ich da sehen kann. Und die wird dann unter diesem Namen Profile 1 oder 2 im Moment ist die da wählbar. Ich habe also zwei verschiedene gespeicherte Arbeitsumgebungen, wenn man so will. Und man sieht schon, wenn ich das mal größer ziehe, dass jedes Arbeitsumgebungsprofil quasi ein Unterset von Einstellung hat. Das sind nämlich genau die Dinger, die man hier sieht: Anwendervoreinstellung, Büro, Standardschemata, Tastaturkürzel, Werkzeuge, Arbeitsbereichsschemata, Befehle. Was immer das jetzt ist, jedenfalls gibt es für jedes dieser Unterpunkte, die sogenannten Schemata, gibt es auch wieder ein Set von Einstellungen, wie zum Beispiel hier Anwendervoreinstellungen 20.
Bürostandards 20, Tastaturkürzel, Standard, Tastaturkürzel 20 und so weiter. Standardwerkzeuge 20, fortgeschrittenen Werkzeuge 20. Ah, da gibt es also schon mal zwei. Und hier beim Arbeitsbereich Schemata gibt es auch große Zeichen, welche wichtigste Paletten. Und Befehle gibt es auch wieder Standardbefehle 20, fortgeschrittenen Befehle 20. Also sozusagen unter Sets, sogenannte Schemata, die insgesamt die Arbeitsumgebung ausmachen, und für jedes dieser Schemata gibt es ein eigenes oder mehrere Set von Einstellungen. So, damit das jetzt nicht zu kompliziert wird, vielleicht nur noch ganz kurz, Arbeitsbereich Schemata, also hier geht es konkret um die Konfiguration der Paletten und Symbolleisten und wie die alle heißen. Und da gibt es im Moment zwei unter- oder gespeicherte Profil- oder ja, Einstellungssets, die genauso heißen wie die Arbeitsumgebung selber, nämlich große Zeichen, welche 20, wichtigste Paletten 20. Das ist ein bisschen verwirrend. Letzten Endes ist es aber einfach der Hintergrund, das Set gespeichertes Schema große Zeichenfläche 20 ist für die Arbeitsumgebung 20 zuständig. Also das sieht man hier, große Zeichenfläche. Da sehen Sie hier Arbeitsbereich Schemata große Zeichenfläche 20 und bei Profil wichtigste Paletten 20. Da heißt es wichtigste Paletten 20. So. Jetzt im Handbuch, wenn Sie da nachgucken, werden Sie schier verrückt. Das geht seitenweise, wie Sie das alles machen. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie ich das mache. Ich gehe jetzt auf Arbeitsumgebung. Ich möchte ja was Eigenes haben. Ich möchte das auch safe haben, also als gespeichertes Profil. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf Arbeitsumgebung und sage hier bei dem neuen Profil, so, bitteschön, mach mir ein neues Profil. Und das nenne ich mal Profil 3. Auch mit Bindestrich und dann nenne ich es HS, das ist mein Name, Horst Sondermann. Damit weiß ich gleich, aha, das bin also ich, das habe ich selbst gemacht, und sage ich okay. Wenn ich jetzt mal auf dieses Profil draufklicke, dann sehe ich, dass da die Unterschemata, also die Schemata, genau die Einstellung haben wie vorher das große Zeichenfläche-Profil. Ja, da sehe ich also hier Anwender, Voreinstellung 20 und so weiter. Achten Sie mal drauf, was sich jetzt ändert. Nur eines ändert sich, und zwar Arbeitsbereich-Schemata. Da steht dann schon Profil 3 HS. Das scheint also immer genauso zu heißen wie das übergeordnete Profil. Trotzdem heißt das noch lange nichts. Ich habe jetzt, wenn ich darauf gehe, trotzdem alles so wie vorher. Ich habe ja auch noch nichts wirklich geändert. Ich habe nur sozusagen ein neues Profil angelegt. Das neue Profil enthält aber noch alle Sachen, die ich vorher auch schon hatte. Das heißt, also in diesem Fall war das Profil große Zeichenfläche 20. Okay? So, jetzt fange ich aber mal an. Erster Schritt, das Video soll nicht zu lang werden. Ich schmeiße diese Standardpalette da oben raus, die mir, wie gesagt, nicht gefällt, und die Attributepalette auch. Also ich mache es nochmal. Ich gehe hier drauf und sage Standard schließen und auch hier Attribute schließen. Jetzt rutscht meine Infopalette, oder die heißt nicht Info, die heißt doch Infofenster heißt sie. Schön. Ich kann mir das immer nicht merken. Ich habe nur zu viele verschiedene Programme, und es gibt diese Fensterarten oder Palettenarten ja in jedem Programm, aber sie heißen immer so ein bisschen anders. Also hier ist es das Infofenster, hier ist es der Werkzeugkasten, nicht die Werkzeugpalette. Also jedenfalls diese kleine Änderung, die möchte ich jetzt erst einmal behalten, schon mal für mein Profil. Das heißt, ich gehe auf Arbeitsumgebung und jetzt sage ich, ich will das Schema bearbeiten, Profil HS. Ja? Und da gehe ich jetzt auf Arbeitsbereich Schemata. Und da ist es jetzt so, ich habe eben was geändert, obwohl ich Profil 3 HS eingestellt hatte. Und dann macht Archicad gleich Folgendes. Es sagt, okay, da gibt es eine Änderung. Es ist also jetzt nicht mehr der Standard, den wir bisher haben. Wichtigste Paletten 20, Profil 3 HS, große Zeichenfläche 20, sondern es ist irgendwas anderes. Und dann nenne ich das erstmal individuell. Das ist Archicads Ansage, dass hier was geändert wurde. Das würde immer so temporär gespeichert. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich also das Programm neu starte und nichts weiter mache, würde das auch quasi angezeigt. Nur es würde dann nicht mehr wirken, wenn ich eins dieser Standardprofile wieder wähle. Ich will aber, dass mein Standardprofil diese Einstellung, die ich da gerade gemacht habe, übernimmt. Also klicke ich jetzt auf Profil 3 HS und jetzt gibt es hier den Button Ändern. Und damit wird sozusagen mein Profil 3 HS abgedatet auf diesen Stand, den ich da eben mit dem Löschen dieser beiden Symbolleisten hergestellt habe. Dieser Befehl wird das Profil 3 HS mit den aktuellen Einstellungen ändern. Genau, das ist das, was ich möchte. So, und jetzt... das Schema ist schon in der Anwendung, weil ich gerade mein Profil 3HS benutze. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt der kurze Test und dann ist das erste Video zu Ende. Arbeitsumgebung, Profil anwenden, große Zeichenfläche 20. Da kommt wieder meine Standardpalette oder Symbolleiste und meine Attributepalette. Und wenn ich jetzt nochmal das neue Profil auswähle, was ich da gerade erstellt habe, dann verschwindet diese Palette und die andere auch. Und ich habe die Arbeitsumgebung, die ich haben wollte.
Kurzer Einstieg, Video ist jetzt erstmal zu Ende, ich will es nicht zu lang machen. Im nächsten Video zeige ich dann, wie ich mich um diesen Werkzeugkasten kümmere, der ja wie gesagt das Hauptproblem darstellt, weil er nämlich nicht vollständig zu sehen ist.